Willkommen zu Star Citizen. Ich bin auf dem Spaceport von New Babbage und kann mir ja auf der linken Hand meine Raumschiffe rufen. Ich möchte aber diesmal meinen Ursa Rover rufen. Und zwar soll es hier Garagen geben, in denen der Rover dann bereitgestellt wird. Ich werde hierzu die Fahrstühle benutzen. Und ihr seht schon, ich hatte das im Vorfeld schon mal getestet, ob das überhaupt möglich ist. Der wird mir nämlich hier schon angezeigt. So, hier wäre nämlich dann auch der direkte Ausgang zur Planetenoberfläche. Und hier hatte ich mir den Rover gerufen. Er steht auf dem Pad in der Garage 01. Und ich hatte dann den Fehler gemacht, hier direkt nach draußen zu gehen. Ich hatte mir natürlich schön meinen Helm übergezogen, dass wir den widrigen Verhältnissen hier auch trotzen können. Denn es gibt hier ein hohes Risiko, wie er uns hier angezeigt wird. Und dann bin ich hier durch diesen Ausgang nach außen gegangen. Sonne geht gerade unter. Und wollte hier auf der rechten Hand in meinen Rover einsteigen, was nicht geht. Ihr kommt dann zwar nach oben zur Garage, aber ihr könnt die verschlossene Tür nicht öffnen. Deshalb müsst ihr, wenn ihr nicht hier direkt den Ausgang zu Fuß auf die Oberfläche nehmen wollt oder vielleicht hier bei einem Kumpel dazusteigen möchtet, müsst ihr scheinbar, und das ist jetzt für mich auch First Try, scheinbar nochmal wieder einen Fahrstuhl nehmen und da zur Garage fahren. Garage 01. Ja, scheinbar ist das alles hier so groß gedacht und so weiträumig gestaltet, dass es gar nicht geht, den Rover einzeln hier irgendwo stehen zu haben, sondern er wird dann noch mal in einer Garage vorgehalten. Also sie haben schon richtig sehr groß gedacht, dass viele, viele Spieler hier auch einzelne und unterschiedliche Fahrzeuge rufen können. Space Industries. Enjoy the ride. System check. Ja. Und ich sehe hier auf diesem Display, dass ich hier tatsächlich mir noch das Hangartor öffnen lassen muss. Kann das sein? Und vor diesem Tor, wenn wir uns das nochmal anschauen, vor diesem Tor stand ich dann und konnte gar nicht in den Hangar rein, obwohl man hier diesen Bereich ja auch zu Fuß erreichen kann. Und ihr seht, wie weitläufig das hier alles ist, wie groß, wie viele Garagen es hier gibt. Also hier hat man wirklich schon sehr groß gedacht und das Ganze sehr groß aufgezogen.
Ja, es ist schön, dass wir hier so die letzten Sonnenstrahlen noch mal einfangen können. Genialer Sound. Ich hoffe, ihr hört das auch so wie ich. Das ist schon faszinierend. Einmal nochmal raus. Ja, ist schon ordentlich Flugbetrieb, ne? Hier landet auch gerade wieder ein größeres Schiff. Da soll mal einer sagen, hier ist nichts los, ne? Fällt mir gerade nicht mal ein, wie dieses Tankschiff heißt. Aber warum parkt er hier unten? So weit wäre es jetzt auch nicht mehr gewesen. Ihr könnt es mir sicherlich in die Kommentare schreiben, wie heißt es. Kommt gerade nicht drauf, mit dem man andere Schiffe zukünftig betanken soll. Und oh, hier ist noch eine Cutlass Red. Und wenn du nicht da vorne weggehst, dann, ne? Bist du platt? Gut, da wollen wir nicht hier für zu viel Verwirrung sorgen.
So stellt sich jetzt natürlich wieder die Frage, muss ich jetzt hier auch eine Erlaubnis zum Parken einholen? Tatsächlich, dann hätten wir das auch geklärt. Ich meine, das ist eine gute Sache. Weiß man auch gleich, wo man hin muss, blockiert keinen anderen. So, drin ist er, ne? Alles klar, die Tore sind noch offen. Wenn das nicht wieder ein schönes Bild ist. So. Dann. Wissen wir das auch? Das ist eine tolle Sache. Jetzt wissen wir auch, warum der Rover hier seine Bedeutung hat. Der hat nämlich ein Klimasystem innen drin und nicht so wie in einem Buggy, in dem ich dann mich nur mit meinem Helm und Anzug vor den Widrigkeiten schützen muss, kann ich hier drinnen mit meiner eigenen Atmosphäre hantieren. Das ist schon eine schöne Sache. Und hier ist dann der offizielle Exit der Garage 01. Ja. Vielleicht kann man zukünftig hier auch seine Kleidung wechseln. Ja, dann gehen wir wieder zum Terminal und sind quasi dann wieder an unserem Ausgangspunkt. Haben das auch mal ausprobiert. Und wissen jetzt, dass man selbst für die Bodenfahrzeuge eine Genehmigung einholen muss. Ja, dann bedanke ich mich wieder beim Zusehen und vielleicht hat es dem einen oder anderen ja auch mal einen kleinen Tipp gegeben, wie er hier seine Bodenfahrzeuge holen kann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Gerne wieder in Star Citizen.